So Leute, willkommen zum 10. Spieltag der 2. Liga, der 4. Season der German Pokémon League. Season 4 oder so. Ja, zu viele Anhängsel. Aber okay. Ja, 10. Spieltag heute gegen Azalakoren oder auch seine feminine Seite Rin mit seinem Team oder ihrem Team. Die kann nicht sein. Im Spiel, ihrem, in echt seinem Team, ne? Azumarines. Habe ich das beim letzten Mal gesagt? Ich weiß es nicht. Wenn ich nicht gesagt habe nach dem letzten Kampf, dass wir diese Woche gegen Azalakorn mit seinem Team Azumarines spielen, dann tut es mir leid. Ich weiß, dass ich noch gesagt habe, wir spielen gegen ihn. Ich weiß nicht, ob ich den Teamnamen gesagt habe. Jetzt habe ich es getan. Er hat aber wieder erwarten keiner zu Merrill dabei. Der hat es nicht im Team. Also, nach erwarten eigentlich. Aber egal. So. Das ist so ein bisschen das Match der unteren Hälfte der Liga, beziehungsweise den letzten drei Plätze, beziehungsweise das, ich weiß gar nicht, wie die Tabelle gerade aussieht, ich glaube das vorletzten und das vorvorletzten, irgendwie sowas. Das heißt, wir machen hier unsere eigene kleine Liga auf im Prinzip, wer ist ganz unten, und ja, haben wir schon gesagt, wir machen jetzt hier einen Unentschieden draus, aber schauen wir mal, ob das wirklich so geworden ist. Gut, wir sehen auf unserer Seite, seiner Seite, wofür fange ich an, was gibt mehr Sinn? Ich kann kurz meine Seite, ist es sinnvoller, meine Seite zuerst zu sagen, damit ich da sagen kann, worauf ich mich vorbereitet habe und dann seine Seite zu analysieren. Also, auf unserer Seite sehen wir ein Absolumlied. Warum Absolumlied? Weil ich mir unsicher war, mit was er dienen wird. Donphan habe ich überlegt, aber es war halt das Offensichtliche, deswegen wäre meine Antwort Starmie gewesen, aber dann dachte ich mir, wenn er jetzt nicht mit Donphan liedet, sondern mit was anderem und ich habe Starmie da drin, ist es doof, ne? Also, machen wir mal Absolumlied. Wie sich herausgestellt hat, war es ein bisschen overpredicted. Aber hey, mit dem Abschlag, mit dem Tiefschlag, weil Tiefschlag gegen Mega Bibor sehr viel Schaden macht. Abschlag, einfach weil Abschlag auf Mega Absol ist immer gut. Der Verfolgung, weil ich Angst vor Maruda hatte und wenn ich mit Absol reinkomme, das Ding gerne trappen möchte. Ja, ich. Da, ja, es ist nicht da, dementsprechend. Und dem Knuddler für seinen. Kyurem Black. So. Und halt, um vieles nochmal neutral zu treffen. Dann haben wir Nidoking dabei. Nidoking, speziell offensiv, Choice Scarf mit dem Eisstrahl, um seinen Boreos gut zu treffen. Leider Gottes ohne Gesteinsattacke, weil das lernt keine spezielle Gesteinsattacke, was ein bisschen doof ist. Warum kann es keine Antikkraft? Mensch. Erdkräften einfach als Step-Move. Was war's noch? Warte, ich habe Eisstrahl, Feuersturm wegen seinem Mega-Bibor, dass ich das auch rausnehmen kann, sicher mit einem Scarf-Fireblast und mit dem Fokus-Blast, also dem Fokusstoß, um Kyurem nochmal gut zu treffen. Wie gesagt, Walschal. Dann haben wir einen Expertengurt Terrakium mit dem Nahkampf, dem Erdbeben, der Steinkante, so dem Standard-Set und dem Schwertanz, weil ich mir dachte, so ein Setup dabei zu haben, ist doch auch ganz nett mal, ne? Terrakium ist ja sowieso ein könnte man sagen, eine gute Win-Condition, weil es halt eigentlich alles in seinem Team sehr effektiv trifft. Außer Donphan. Das will schon was heißen, das ist schon echt stark. Ich habe auch überlegt, Scarf-Terrakion zu nehmen, aber ich hatte Schiss vor Maruda. Weil, wenn ich mich auf einen Close Combat scarfe und dann kommt Maruda rein, dann muss ich wechseln. Das ist immer schlecht. Naja. Donphan. Blödsinn. Terrakion an der Stelle. Gut. Weiter geht's. Starmie mit dem Leben-Orb, dem Surfer, dem Eisstrahl, der Juwelenkraft, weil. Er hat eine unglaubliche Gesteinsschwäche in seinem Team. Jetzt dabei hat er nur 3 von seinen 4, also Bikini fehlt. Und dem Turbodreher wieder mal potenzielle Angst vor Klemennetz oder anderen Hazards, die mich nerven könnten. Und ist immer gut dabei zu haben. Dann haben wir Bronzong. Hab ich noch was zu Sami vergessen? Ich glaube nicht. Bronzong, nochmal. Mit dem Gegenstoß für seinen Ruder, auch da wieder. Um dem nochmal wenigstens irgendwie Schaden drücken zu können. Dem Gyroball fehlt zum Beispiel Kyurem Black. Oder allgemein, Bibor wird dadurch gewonshottet. Wunderschön. Der Strauchler extra für Donphan. Für ein physisch-defensives Donphan macht der Strauchler nämlich um die 50%. Das ist wunderbar. Also Max-Damage 55, Min-Damage 47 und wie sowas in dem Dreh. Und dem Tarnstein einfach, weil Tarnsteine gegen sein Team super sind. Beulenhammer an der Stelle auch noch, weil ich mir dachte, er hat sehr viel physische Offensive. Wenn man da draufhaut, dann tut er sich wenigstens selbst noch weh. Und zu guter Letzt Elfun mit dem Rückenwind. Ganz klar, wird immer zuerst genannt. Mehr kann bei mir Elfun irgendwie auch nicht. Mondgewalt. Ich bin schneller als ein Kyurem, das nicht gescarft ist. Das heißt, da kann ich eine Mondgewalt gut raushauen. Und nochmal gut Schaden machen. Die macht halt trotzdem um die 50%, sogar mehr als 50%. Ich glaube, Min-Damage war
60% irgendwas in dem Dreh. Also bei dem nicht defensiv investierten Kyurem, so macht das gut Schaden. Ansonsten, wie gesagt, Mondgewalt, Spukball für Muruda, mal wieder. Und dem Energieball. Oder dem Gigasauger? Ich glaube, das war der Energieball. Einfach um nochmal Landtouren und Donphan. Also, Augenmerk auf Donphan hier. Um es nochmal gut zu treffen. Und ja, Landtouren. Ja, hatte ich nicht predicted. Elfhuhn mit der Barbiergebirge, damit ich einen Eisenschädel von einem Choice Bandit Kyurem tanken kann. Das war ganz nebenbei meine Prediction. Meine Prediction, kann ich auch kurz sagen, war ein Donphan, physisch-defensives Donphan. Also Assault Vested Muruda. Choice Bandit Kyurem Black, Scarf Victini, Mega Bibor und Zetstein Boreos. Wir sehen jetzt auf seiner Seite Donphan im Lead. Ist schon mal richtig gewesen. Dachte ich mir jetzt auch, wird wahrscheinlich ein physisch-defensives Donphan sein. War jetzt meine Vermutung an dem Punkt einfach mal vorweg. Dann ein Relaxo, mit dem ich nicht gerechnet hätte, weil ich habe ein Terrakium auf einer Seite stehen. Das Terrakium macht dem Relaxo immer viel Schaden. Deswegen kam unerwartet. Muss ich sagen. Dann Landtouren kam auch nicht erwartet. Das war mein Magen. So, schön. Landtouren kam auch nicht erwartet, aber es ist da. Dann Bibor, wie erwartet. Boreos, wie erwartet. Und Kyurem, wie erwartet. Also, Victini und Muruda fehlen. Dafür Relaxo und Landtouren. Wie das Match jetzt verlaufen ist, sehen wir gleich. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Spieltag 10 der Gym Pokémon League. Los geht's. Pokémon-Trainerin fordert dich heraus. Oh yeah, mit epischem Samantha 2-Thema hier. Genau, wir starten mit Absol und sehen hier Donphan. So Jack lesen. Was ist Jack? Donphan, ja, gut. So, wir haben einen Donphan als Gegner. Das heißt, da möchte ich erstmal nicht drin bleiben, weil ich nicht weiß, was für ein Set das ist. Ein defensives Set hätte mir mit dem Erdbeben nicht so viel Schaden gemacht. Aber ich hätte ihm auch keinen Schaden gemacht. Dementsprechend gehe ich auf Liberty an der Stelle, weil ich schon das Erdbeben erwartet habe. Und so kann ich halt die Abfangen das Erdbeben einfach, ohne Damage zu fressen. Da kommt der Abschlag, der verdammt viel Schaden macht, möchte ich mal kurz anmerken. Ganz bei voll physisch-defensives Bronzong macht trotzdem verdammt viel Schaden. Kommt aber nochmal Boyenham-Schaden. Ich gehe auf den Strauchler, einfach um hier nochmal schönen Schaden drauf zu machen. Und das mache ich auch. Das hat er ganz bei voll vergessen, hat er mir dann erzählt. Und ich habe nochmal gelernt, Strauchler wird triggert den Boyenham. Das ist nicht so gut. Er ruft jetzt seinen Donphan zurück. Ich bin einfach nochmal auf den Strauchler gegangen. Er ruft seine Landtouren rein. Ganz nebenbei wunderschöne One-Piece-Anspielungen in seinen Spitznamen. Das macht, wie ihr sehen, keinen Schaden. Und damit wusste ich auch schon, das Ding ist auf jeden Fall speziell defensiv und hat ziemlich sicher in das Hold West. Also es ging an der Stelle fast von komplett speziell defensiven Landtouren aus. Ich weiß nicht, was es jetzt genau war, aber ich glaube, das war es zumindest. Jetzt kommt Smoker rein und ich gehe einfach mal auf die Tarnstelle, weil ich mir dachte, das macht auf jeden Fall guten Schaden. Also Smoker, ganz nebenbei sein Boreos. Und ich habe überlegt, was mache ich jetzt? Ich könnte hier jetzt rausgehen, eine Undichtattacke predikten, aber ich war mir nicht sicher. Nicht, dass er jetzt meinen Switch prediktet und dann irgendwas anderes von mir killt. Deswegen geht Liberty hier auf die Bretter. Vor allem war der Gedankengang hier jetzt, ich bin mit allem schneller als sein Donphan. Das heißt, er kann sicherlich nicht mehr spinnen und sicherlich nicht mehr Tarnstellen legen. Das heißt, ich gehe jetzt hier aufs Dami, weil ich so mit einem Eisstrahl sehr viel Schaden machen kann hier auch. Und einem Power Jam genauso. Also in der Juwelenkraft. Gehe jetzt hier auch auf die Juwelenkraft und er schickt sein Relax vor allem, was natürlich als spezielle Wall, das einfach weg ist. Da sehen wir die Juwelenkraft, die kommt und macht etwas, was sich netter Schaden nennen kann. Das möchte ich kurz am Anmerken, das ist Live-Op-Schaden, ne? Gut. Ich möchte hier nicht drin bleiben, aus gutem Grund. Und gehe mal raus in mein Adam Torres, mein Terrakium, weil das pressert seine Relaxo ziemlich hart. Und er setzt den Bodyslam ein und ich dachte mir doch so, bitte, keine Para. Aber er bekommt die Para, dementsprechend ist nicht so gut, weil damit ist mein Terrakium vom Speed her etwas halbiert. Und ich dachte mir, gut, ich gehe jetzt einfach mal auf die Steinkante. Vielleicht reicht es auch gegen Donphan, vor allem nach Tarnstein. Wenn es denn trifft, und es trifft auch, und ich war so, yes, es trifft, und dann hat es sich gereicht. Ich dachte mir so, no. Aber gut, ich dachte mir jetzt hier an der Stelle, gehst du aufs Erdbeben, nimmst du dich heraus, hab die Paralyse vergessen an dem Punkt. Und da kommt das Erdbeben und auch wenn das Ding nicht physisch offensiv ist, macht das Erdbeben, nennen wir es mal, dezent viel Schaden.
und kann mein Terrakium rausnehmen. Das ist schlecht, weil Terrakium war ein wichtiges Mann in dem Match jetzt hier. Hab nämlich damit eine sehr wichtige Antwort auf Relaxo verloren. Geh jetzt hier auf Absol, weil Absol kann das Donphan sicher rausnehmen. Geh für die Mega, dachte mir auch, jetzt hier die Mega draußen zu haben, ist nicht schlecht. Auf jeden Fall. Im Nachhinein wäre ich jetzt hier, glaube ich, lieber auf Elfen gegangen, wenn ich jetzt so mal drüber nachdenke. Weil ich so den Beulenhemmschaden nicht fresse, den ich jetzt natürlich kassiere. Aber okay. Sein Elefant wollte ich jetzt sagen. Aber okay, sein Donphan ist weg. Heißt, er kann jetzt hier einfach was reinschicken. Er hat den Freespeech, wir verlieren schon mal nicht 6-0. Er schickt seinen Aokiji, also den Blaufasan, in den Kampf. Also auch sehr cool Spitznamen, muss ich an der Stelle noch kurz sagen. Hier möchte ich nicht drin bleiben, weil mir absolut noch zu wichtig war in dem Kampf. Das heißt, ich gehe jetzt auf Elfhuhn, weil ich dachte, Eisenschädel tankste, ne? War mir jetzt auch nicht sicher, ist an der Stelle jetzt Scarf oder nicht. Jetzt kommt der Eisstrahl und ich dachte so, shit, das ist ein spezielles Set. Und ich dachte mir so, bitte tank das, und das tankt es natürlich nicht. Und ja, RIP Elfhuhn. Das so viel zu meinem Rückenwind und zu meiner Anti-Stahlbeere. Und da war ich etwas in Panik, weil ich nicht mehr wusste, so, was mache ich jetzt hier? Gehe jetzt auf Starmie, den Double Predictant, weil ich will hier kein Power Gem fressen und da kann ich mit Eisstrahl halt keinen Schaden machen. Ich bin an der Stelle von Scarf ausgegangen, ganz nebenbei. Heißt, ich pulle hier den Double. Hab jetzt wunderbar gesehen, dass Kyurem war schneller als ich. Damit ist der Scarf für mich safe eigentlich an der Stelle. Kann Nidoking reinschicken und mit dem Focus Blast immerhin etwas Schaden machen. Ja, wenn er den treffen würde, ne? Ist auch so eine Sache. Der Focus Blast und die Misschance ist einfach zu hoch. Hier gibt die Erholung. Das heißt, er heilt sich voll. Ich war mir davor schon relativ sicher. Jetzt habe ich mehr oder weniger die Bestätigung eines Curse Legs. Der Fokusschuss trifft diesmal ganz nebenbei. Ich bin ganz nebenbei Scarf. Das heißt, ich muss hier einfach den Focus Blast spammen, weil ich nicht viele andere Optionen gegen das Relaxum an dieser Stelle mehr habe. Hat die Rospelbeere, dementsprechend tankt er das ganz gut weg. Hat die Schlafrede mit dabei. Damit ist, wie gesagt, war mir relativ sicher Curse Legs und damit war es bestätigt, weil jetzt kommt auch der Curse. Jetzt ist das Ding plus 1, das heißt, Absol macht schon mal gar keinen Schaden mehr. Starmie macht auch nicht viel Schaden gegen das Ding, das heißt, ich habe nur noch Nidoking. Das heißt, Nidoking muss dieses Matchup jetzt regeln. Heißt, ich drücke weiter auf den Fokus-Plus und da geht wieder daneben. Weil, gut, wir können ja mal kurz counten, ne? Zweimal daneben, einmal getroffen. Jetzt kommt die Schlafrede kriegt die Erholung erneut, das heißt, ein bisschen Pech bei ihm auf der Seite. Fokusstoß wird erneut gedrückt, trifft, das heißt, wir haben jetzt 2-2. Das wird jetzt einfach ein bisschen Focus Blast gespammt, das heißt, mal schauen, wie oft das jetzt trifft und nicht, ne? Da kommt der Body Slam. Der macht auch gut Schaden. Und ich setze dann den Fokusstoß ein. Und er geht wieder daneben. Haben wir jetzt 5 Mal eingesetzt, 3-mal getroffen, 2-mal nicht. Und er geht wieder auf die Erholung. Und das ist für ihn einfach der Safe Play hier, weil er kann hier einfach drin bleiben. Ich muss den Focus Blast 3-mal treffen, um ihn rauszunehmen. Heißt, ich habe gerade immer nur 3-mal. Ich muss jetzt alle 3 Focus Blasts treffen, um dieses Relaxo rausnehmen zu können. Fokusstoß. Er trifft. Das ist schon mal nett. Wir machen eigentlich echt soliden Schaden. Ich muss kurz anmerken, das ist ein komplett speziell defensives Relaxo. Also fast komplett speziell defensiv, glaube ich. Er hat ein bisschen Angriffsinvestment gehabt. Bin mir aber nicht ganz sicher. Oder er meint irgendwas anderes. Jedenfalls kommt hier nochmal der Bodyslam, das heißt, Nidoking ist weg. Wir haben eine 3-zu-3-Quote. Ich möchte mal kurz anmerken, dass die Trefferchance von Fokusstoß 70% beträgt und nicht 50%, aber okay. Was soll's. Das ist jetzt eine ungünstige Situation. Mein Nidoking ist weg, das heißt, ich muss hier so ein bisschen auf Crits hoffen. Etc. etc. Das heißt, Sabi kommt rein. Und spammt jetzt einfach mal ein bisschen Surfer, weil das mein höchster Damage-Output ist. Und ich habe mich so geärgert, dass ich die blöde Hydro-Pumpe nicht dabei hatte. Weil die blöde Hydro-Pumpe hätte einfach wesentlich mehr Schaden gemacht. Jetzt kommt die Schlafrede erneut. Und er kriegt ja noch die Erholung. Ist ein bisschen unlucky für ihn. Und ja. Problem ist, wenn ich jetzt nicht irgendwie critte mit dem Surfer, habe ich nichts mehr gegen dieses Relaxo. Wenn ich jetzt hier gecrittet hätte, hätte ich wahrscheinlich das Relaxo gekillt. Leider Gottes hatte ich dieses Glück nicht. Und es ist eigentlich nur scheiße, dass ich auf einen Crit hoffen muss, aber es bleibt mir nichts anderes übrig an der Stelle. Dieses Relaxo steht da und ich habe meine Antwort mit Terrakium verloren. Meine zweite Antwort mit, Nidoking auch, genau. Jetzt kommt erneut der Surfer. Und jetzt wird ein wenig Surfer gespammt, weil das wird jetzt hier so lange weitergehen, bis das Relaxo stirbt oder bis Starmie stirbt. Denn ich werde nicht auf Absol gehen, weil Absol macht keinen Schaden. Das Ding ist mittlerweile auf plus 1, glaube ich. Jetzt ist es auf plus 2, glaube ich. Wenn ich mich nicht entsinne. Heißt, Absol macht sowieso noch weniger Schaden als gar keinen. Ich könnte auf Absol gehen und könnte Knuller drücken, damit der Angriff wenigstens vielleicht eine
also dass er einen Attack Drop bekommt, aber das war mir an der Stelle auch zu. Warum soll ich das tun, ne? Surfer macht halt gute 25%. Auf lange oder kurz braucht er jetzt halt nur einmal den Bodyslam bekommen und Stami ist weg. Und bekommt er den Bodyslam an der Stelle? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Nee, er bekommt keinen Bodyslam, bekommt die Erholung. Das ist auf jeden Fall keine günstige Situation für mich, weil ich müsste jetzt zweimal critten. Und ich glaube, er wacht auch kurz wieder auf. Dementsprechend, ja. Das ist ein Match, das zieht sich ein wenig, wie ihr schmeckt. Es ist aufgewacht, er geht nochmal auf die Erholung. Absolut safe gespielt hier. Muss man noch ganz klar sagen, hätte ich auch Bodyslam gehen können, dann hätte halt absolut, vielleicht sogar das Galaxo rausgenommen. So spielt er das halt auf jeden Fall safe runter, muss ich ganz klar sagen, weil ich... Ohne Crit kann ich hier nichts machen und das werde mich jetzt so lange wiederholen, bis es hier ein bisschen vorangeht, weil, naja, ich kann nichts tun. Ich kann einfach nur immer das Gleiche sagen. Mittlerweile sind wir fast gekillt vom Live-Up-Schaden. Er geht natürlich weiter auf die Schlafrede, ganz safe gespielt und kriegt jetzt endlich die Body Slam und dachte, Dankeschön für die Erlösung. Damit ist Stami auch weg und jetzt haben wir nur noch ein Absol, was gegen 5 Pokémon dasteht. Unter anderem Mega Bibor. Ja. Ich hab zwar die Tarnsteine draußen, was gut ist. Aber ich mache halt nichts, ne? Kommt der Abschlag. Der macht halt auf plus 2 einfach keinen Schaden mehr. Und jetzt geht er wieder auf die Schlafrede. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wann bekommt er jetzt den Bodyslam? Und er macht das kurz, kriegt direkt den Bodyslam. Und damit ist Absol natürlich weg. Das ist kein Geheimnis. Wir verlieren 5:0 gegen Azalakorin. Akarin. Hui, GG an der Stelle nochmal ganz kurz. Es gibt ein paar Sachen, die ich jetzt zu sagen habe. Erstmal hat er sich danach mehrfach entschuldigt für sein Spiel mit Relaxo. Ich habe ihm mehrfach gesagt, er muss sich nicht entschuldigen, weil das ist eine Legend-Taktik. Und wenn ich darauf nicht vorbereitet bin, dann muss er sich dafür nicht entschuldigen, das ist meine Schuld. Ich hätte besser vorbereitet sein können mit Relaxo. Wie gesagt, ich dachte, er nimmt Relaxo nicht mit, weil ich habe da ein Terrakium stehen. Hab Terrakium etwas leichtfertig weggeschmissen, weil es gegen Relaxo wirklich, wirklich wichtig war. Frage sowieso, warum ich auf Terrakium im Nachhinein, habe ich mir aufgefallen, nicht die Sanktoklinge gespielt habe, weil die Sanktoklinge geht ja der Verteidigungserhöhung, glaube ich. Ich kann mal kurz nachschauen, damit wir da jetzt auch sicher gehen. Nicht, dass ich jetzt hier irgendeinen Scheiß erzähle. Das möchte ich natürlich nicht. Das heißt, ich gehe ganz kurz auf Pokewiki und gehe kurz auf die Sanktoklinge. Da ist die Sanktoklinge. Sanktoklinge. Ja. Erhöhung an der Verteidigung und Flucht. Das heißt, Sanktoklinge wäre hier perfekt gewesen. Ich bekomme keinen Death Drops. Kann das Lure um den Fluch umgehen. Wäre perfekt gewesen gegen dieses Galaxo. Ganz ehrlich, es wäre super gewesen. Warum ich im Nahkampf gespielt habe? Halt der höchste Damage Output. Trotzdem wäre die Sanktoklinge hier wahrscheinlich die sinnvollere Wahl gewesen. Aber hey. Das jetzt mal außen vor gelassen. Eine Änderung, die habe ich auch am gleichen Tag vorher. Und wir haben mit abends gespielt, Montagabend. Möchte mich außerdem nochmal kurz entschuldigen dafür, dass ich ihn so lange habe warten lassen. Am gleichen Tag habe ich vorher noch... Ich hatte noch Gastrodon im Team vorher. Würde mir bitte einen erklären, warum ich Gastrodon aus dem Team genommen habe und dafür Elfhund reingepackt? Ich meine, Tailwind ist schon gut, damit ich halt Bibor und so outspeede, ist ja alles verständlich. Aber warum habe ich Gastrodon rausgenommen? Gastrodon... Ich hatte Gastrodon davor drin. Es hatte Scald, Earth Power, Clear Smog und Genesung. Damit hätte ich Lantern gewollt. Ich hätte Bibor gewollt. Zumindest in gewissem Maße. Und, gut, Kyurem halt nicht. Und ich hätte halt Relax so verändern können, dass es sich setupt. Und ich hätte es vielleicht sogar burnen können und was weiß ich was. Warum habe ich das aus dem Team genommen? Clear Smog wäre hier super gut gewesen. Ich verstehe es nicht. Es war ein bisschen blöd. Ansonsten, Misplay-technisch. Ich hätte Terrakium nicht wegschmeißen dürfen, ist, glaube ich, ein ganz klarer Punkt. Hab, wie gesagt, die Paralyse irgendwie ausgeblendet in der Situation gerade. Ich dachte, du bist schneller als Sonnenfahren, du willst die Titanensteine gelegt werden oder das dann weggespinnt werden. Gehst einfach mal safe auf Airbeam. Netterweise war ich trotzdem schneller als Sonnenfahren, möchte ich kurz anmerken. Trotz halbierter Initiative, das ist auch sehr interessant. Nimmt man wieder, wie langsam Sonnenfahren ist und wie schnell Terrakium eigentlich. Obwohl sie beide sehr massiv aussehen, ne? Was war noch ein Fehler? Ja gut, der Switch auf Elfhund, das war halt anders predicted. Hätte direkt auf Elfhund gehen sollen gegen Donphan. Klar, da hätte der Eissplitter kommen können, der hätte Schaden gemacht, aber das hätte ich mit Elfhund auch noch gelebt. Mondgewalt hätte ich drücken können und dann, ja, hätte ich halt eine andere Situation gehabt einfach, eine andere Ausgangssituation schon. Und Elfhund wäre nicht direkt weg gewesen. Hätte halt auch noch zum Beispiel auf den Tailwind gehen können, hätte ein bisschen pressuren können.
was nicht mehr so gut geht, wenn mein größter Treasurer Treasuremon Terrakium halt weg ist, ne? Aber was soll's. Gut. Ich werde mich jetzt nicht weiter darüber aufregen, dass ich anscheinend etwas blöd bin in letzter Zeit. 9 verlorene Spieltage möchte ich kurz anmerken. 9. Mal schauen, ob wir es in die Zweistelligkeit schaffen. Denn nächste Woche geht's gegen Linus. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, und das kann ich auch nochmal kurz nachschauen, also vor diesem Spieltag, also wenn ich jetzt schon mal am PC bin und den Browser schon offen habe, kann ich das auch gerade nochmal nachschauen, weil Vollständigkeit. Wo bist du denn, darfst du? Das müsste hier, der Spielplan ist der Spielplan. Ich wollte die Tabelle haben, danke dafür. Das war's. Wie es mir einfach ausweicht, Moment. Sortiere das nochmal neu. Dich möchte ich haben. Okay, ja, laut aktuellem Spielplan, es kommt jetzt ganz drauf an, wie Linus gerade gespielt hat an diesem Spieltag, ist Linus gerade unter mir oder nicht? Vor dem nächsten Spieltag. Also wir stehen punktgleich, er liegt nur von den Kills her unter mir. Das heißt, er darf maximal, damit wir gleich auf sind, darf er nicht 1-0 verlieren. Ist das richtig? Wenn er 2-0 verliert, hat er 3 Differenz besser als ich. Also besser als ich jetzt gespielt habe, das heißt, dann werden wir gleich auf, ja. Also 2-0 bis zu 2-0. 2-0 werden wir gleich auf. Bei 3-0 oder schlechter verlieren, ist er unter mir. Wenn er gewinnt, ist er sowieso über mir. Heißt, wir sind jetzt auf dem vorletzten oder letzten Platz gerade. Und das ist der andere. Also er ist dann halt entweder direkt unter uns oder direkt über uns. Und ja, wird nochmal ein lustiger Kampf nächste Woche. Mal schauen, wer da gewinnt. Ob ich mal wieder einen Sieg einfahren kann. Für die Rückrunde gibt's mehr Konzentration. Bisschen was am Team umstellen, weil ich mit Sachen unzufrieden bin und bisschen mehr powern, ne? Weil ich möchte in der Rückrunde wenigstens meine Ehre verteidigen und wenigstens doch so ansatzweise ins Mittelfeld aufrücken, sofern es noch möglich ist überhaupt. Aber okay. Rückrunde wird gescreept auf Deutsch, ne? Genau. Gut, da möchte ich gar nicht weiter aufhalten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall beim guten Marvin. Aka Asalakoren, zu viel A. Aka Asalakoren, oh Gottes Willen. Asala. Das sind 5 A's einfach. Aka Asala, ui. Genau. Schaut da mal rein, der hat das Ganze auch nachkommentiert, meine ich. Auch super netter Kerl, möchte ich mal kurz anmerken. Wie gesagt, der hat sich echt mehrmals entschuldigt. Wir haben noch kurz gesprochen danach. Super sympathisch, alles toll. Schaut da rein, schaut auf jeden Fall auch nochmal rein, um seine Sicht der Dinge nochmal zu hören. Und ja, ich entschuldige mich nochmal für den etwas Spieltag. Nächste Woche wird es dann hoffentlich besser. Wie gesagt, gegen Linus mit seinem Team Meowsicide. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, weil alle sprechen es, glaube ich, irgendwie falsch aus. Und nur ein Bruchteil richtig, also gut. Also nächste Woche ganz nebenbei auch letzter Spieltag der Hinrunde. In der Rückrunde wird dann gesweept. Habe ich festgelegt jetzt einfach. Hoffe ich irgendwie, vielleicht ein bisschen, aber okay. Weiter in die Zukunft blicken. Danke Leute fürs Zuschauen. Schaut auch alle anderen Spieltage noch an. Links zu den Kanälen sind in der Videobeschreibung. Und ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und bis dahin. Ciao Leute.